reißt sich am bequemsten auf dem Rücken eines Schokobons. Schokobon-Verleih. Preiswert und gut. Die Teilnahme an Rendezvous auf Rädern ist heute nicht mehr möglich. Versuchen Sie es morgen wieder. Seid ihr ja. Lass mich mal ans Funkgerät. Sorry, nicht das neueste Modell. Kommt mir entgegen. Gut, wiederhole. Zone 7, 205, 246. Ja, yeah, genau. Mhm. Der nördliche Kontinent. Roger. Position ist an alle Einheiten übermittelt. Ich hab ein wenig nachgeforscht. Dieser Schlüsselsteinfluch. Da scheint ziemlich was dran zu sein. Wer ihn benutzt, hat sein Leben verwirkt. Nein. Das heißt lediglich, dass die mit ihm in den Tempel gingen, nie zurückgekehrt sind. Das ist doch das Gleiche! Und trotzdem schickt der Direktor uns einfach dahin. Sind wir dem völlig egal? Er selbst kommt auch mit. Soll verstehen, wer will. Ein Mann ohne Furcht, was? Ein Mann ohne Furcht? Ein Mann ohne Skrupel ist das. Nicht, dass ich solche Typen hasse, aber... Es geht los. Wir fliegen voraus und bereiten alles vor. Verstanden. Die Turks wollen zum nördlichen Kontinent. Ah, wird turbulent. Schaffst du das? Na klar! Mit links und verbundenen Augen. Und sind die Flügel auch gestutzt? Die Bronco wird sich tapfer durch die Wellen kämpfen. Das heißt dann wohl wieder Schaukelpartie. Vermutlich. Na, das Leben ist halt eine Achterbahnfahrt, was? Shinra hat Armee und Turks mobilisiert. Macht euch besser auf was gefasst. Thank you.
gleich sind wir da. Schon aufgeregt? Freuen Sie sich nicht zu früh. Ich fürchte, dieser Tempel ist nicht das verheißene Land. Ach ja? Und was ist er dann? Der Ankunftsort des Propheten. Ein Geschenk an die Gläubigen. Ein monumentaler Wendepunkt in der Geschichte. Doch der Tempel ist nur die Bühne dafür. Keinesfalls mehr. Ziel lokalisiert. Sicher, dass wir hier richtig sind? Mal sehen. Okay, Matrosen, hisst die Segel! Wir haben doch gar keine Segel! Und außerdem sind wir keine Matrosen! Spiel doch mal mit, Mädel! Dann Luken schließen und gut festhalten, bitte! Ei, ei, Sir! Die Kleine hat ziemlich gelitten. Sie braucht ein paar Streicheleinheiten. Geht schon mal vor. Bist du dir sicher? Ich kann auf mich aufpassen.
ganz schöne Baumeister, die vom alten Volk. Korrekt wäre Zetra. Land, wo uns auf alle Zeit größtes Glück beschieden sein wird. Das ist nicht das verheißene Land. Schließlich gibt es hier zurück.
den Ungeheuern. Was für ein Gemetzel. Aeris, du und deine Freunde haben doch sicher eine Sondereinladung, oder? Verstehe. Ich bin ja nur zur Hälfte eine Zetra. Sorry, eine Sondereinladung gibt's nicht. Ich wollte euch ja eigentlich helfen, aber der Anblick hat mir die Stimmung gründlich versaut. Ich bleib draußen. In Ordnung. Vielen Dank für alles. Ohne dich wären wir nicht hier. Hey, ich mach mich nicht aus dem Staub. Ich werde hier warten. Wer bringt euch sonst zurück? Sephiroth ist bereits hier. Verdammt. Los, schnell. Schwarze Materie. Das alte Volk alles gebaut, um die schwarze Materie zu verbergen? Die muss ja unglaublich viel wert sein! Psst. Die schwarze Materie ist ein Geheimnis. Shinra weiß davon nämlich nichts. Cat hat sicher längst verraten. Jedenfalls brauchen wir sie. Also lasst sie uns finden. Hey, hey! Was geht da ab? Mit herkömmlicher Logik geht's hier wohl nicht weiter. Los, Bewegung! Wohl eher ein verfluchtes Land als ein verheißenes. Denk über sowas nicht nach. Das sagst du so leicht. Sir, die Zetra und Avalanche sind im Tempel. Sollen wir den Falle stellen? Nein,
Erst die Mission. Wir teilen uns auf und überprüfen, ob das hier wirklich das verheißene Land ist. Reno geht mit Root. Elena kommt mit mir. Sir! Reno. Die Mission geht vor, klar? Ja, ja. Ein labyrinthartiger Tempel, gespickt mit Shinra-Gesocks und Schwarzkutten. Wird sicher ein schöner Spießrutenlauf. Und Sephiroth nicht zu vergessen. Ja, der auch. Na super, das volle Programm. Das wird schon irgendwie. Lass die Köpfe nicht hängen, okay? Dieser Ort kann unsere Gefühle spüren und sie gegen uns wenden. Ist gut. Nimmt. Was hier wohl passiert ist? Blut. Hier wurde sehr viel Blut vergossen. Vor langer Zeit. In einer Art Krieg. Zeige ich dir, was ich drauf habe.
Legende, dass noch niemand lebend hier rausgekommen ist, meinte zumindest Catchy. Genau das wollte ich jetzt nicht hören! Der hat eh bloß gelogen. Kümmere dich nicht drum. Zeigt euch, was ich kann! Triffst du von dort besser?